Ich bin der Weingärtner Hermann, bin hier im Almtal aufgewachsen, in Scharnstein. Und 1990 wurde ich vom damaligen Fußballtrainer gebeten, die Fußballmannschaft zu betreuen, medizinisch. Ich wollte das gleich ordentlich machen und habe dann die Fachmasseurausbildung im WIFI gemacht und die Sportmasseurausbildung in der Südstadt. Habe hier einige Methoden gelernt, die habe ich dann auch angewandt mit dem SV Scharnstein in einem Trainingslager. Wir wurden dann auch Meister in der zweiten Klasse und sind in die erste Klasse aufgestiegen. Durch die mentale Arbeit bin ich auf den Buddhismus gestoßen, habe zu meditieren begonnen, erkannte die Wirksamkeit der Methoden für mich selbst und was ich alles damit machen kann für die Leute. Nach einigen Jahren der buddhistischen Praxis kam ich mit der tibetischen Medizin in Berührung. Ich traf hier eine ausgezeichnete Lehrerin und habe am Institut Tsubarigpa in Deutschland 4 Jahre lang tibetische Medizin studiert. Der krönende Abschluss war eine Studienreise, eine mehrwöchige, nach Nepal in den Himalaya zum Ursprung der tibetischen Medizin. Seit 2 Jahren wende ich nun die tibetische Medizin an und ich stelle immer wieder fest, wie sehr ich meinen Klienten damit helfen kann. Ich lade Sie recht herzlich ein, in meinen Praxen in Scharnstein und in Grünau im Almtal vorbeizukommen.